Meine Hand schließt sich um einen langen Stab aus Metall. Ich drücke gegen den Hebel und höre das Knirschen von Metall, aber es passiert weiter nichts. Ich hebe die Falltür hoch und ein überwältigender Gestank von schalem Bier steigt aus dem Keller auf. Ich sehe auf den gefliesten Boden runter, viel zu weit für einen Sprung. Verzeihung. Ich habe so ein flaues Gefühl in der Magengegend, etwas, was ich normalerweise nur bei Operetten bekomme. Es ist Khan. Was ist los? Haben Sie gesehen, was hier vor ein paar Minuten passiert ist? Was denn? Ein Mann hatte einen sehr bedauerlichen Unfall. Ich habe nichts gesehen. Und der Junge? Der hat auch nichts gesehen. Der Junge, naja, Sie wissen doch, wie es in diesen ländlichen Gegenden zugeht. Dem fehlen ein paar Chromosomen, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich bete, dass McGuire schlau genug ist, einmal den Mund zu halten. War der Mann schwer verletzt? Man hat sich um ihn gekümmert, aber er glaubt, er hat ein Päckchen fallen lassen. Sie haben es nicht zufälligerweise gefunden, oder? Nein, und ansonsten hätte ich es zur Polizei gebracht. Natürlich. Danke. Plötzlich bemerke ich eine Reflexion. Irgendetwas funkelt unter der offenen Falltür. Es ist tatsächlich Pegrams Edelstein. Ein großer, ungeschliffener blauer Stein. Als ich ihn aufhebe, wird mir bewusst, was für eine Faszination er ausüben kann. Ich denke, er hat mich bereits in seinen Bann geschlagen. Haben Sie es gefunden? Was? Das, was Sie gesucht haben. Ja. Hör zu, McGuire. Ich will, dass du das für dich behältst. Null Problemo. Besorgen Sie uns einfach einen Kasten Bier. Kommt nicht in Frage. Du bist noch nicht alt genug. Wir können das Zeug verkaufen und damit ein bisschen Bares besorgen. Vergiss es, Kleiner. Ich kann Mr. Learys Vertrauen nicht so missbrauchen. Ich schon. Der alte Miesepeter verdient's nicht anders. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann halt nach dem Typ in diesem Anzug Ausschau. Okay, aber das kostet sie eine Tüte Chips. Und schrei, wenn du den Ferrari siehst. Ein paar Papiersäcke voller Müll. Ich durchsuche den Müll, finde aber nichts Brauchbares.
Ein Kalender mit dem vergilbten Bild eines preisgekrönten Karpfens. Irgendwelche Putzutensilien. Ich durchsuche die Putzsachen, finde aber nichts, was brauchbar gewesen wäre. Irgendwelche Ein leerer Karton, in dem einmal Ätzner dran war. Der Karton ist feucht und matschig. Unbrauchbar. Ein rostiger Wasserhahn. Der Wasserhahn knarrt, hustet und spuckt einen Strom von rostfarbenem Wasser aus. Ich drehe den Wasserhahn so fest zu, wie es nur geht, aber er tropft weiter. Ein großer blauer Edelstein. Die Taschenlampe des Barkeepers. Die Tore bestehen aus solidem, vom Alter dunkel gewordenem Holz. Selbst als ich mit aller Kraft drücke, hat das keinerlei Effekt. Sie bewegen sich einfach nicht. Ich sollte vielleicht doch mehr Sport treiben. Hinten auf dem Karren ist ein ziemlich unordentlicher Turm aus Heuballen aufgeschichtet, der sich gefährlich gegen die Burgmauer lehnt. Verschwinde, du dusseliger Volldepp! Siehst du nicht, dass die Ladung instabil ist? Das zerfurchte Gesicht des Farmers zeigt einen Ausdruck ästhetischer Andacht. Seine Füße stecken in einem Paar mistverschmierter Stiefel. Das zerfurchte Gesicht des Farmers. Seine Füße stecken. Hi, ich bin's wieder. Das sehe ich. Was wollen Sie diesmal? Hätten Sie Verwendung für dieses Handtuch? Wie kommen Sie auf die Idee, um Himmels Willen? Nein! Sagt Ihnen diese falsche Nase etwas? Sie sind ein Zirkusclown. Nein, aber ich habe sie von jemandem, der sich als Clown verkleidet hat. Tatsächlich? Warum hat er das bloß gemacht? Er ist ein psychopathischer Killer. Ich denke, er hat was mit Pegrams Verschwinden zu tun.
Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, aber ich würde ihm nicht trauen. Seine Augen stehen zu eng zusammen. Ist doch nicht etwa ein Freund von Ihnen, oder? Oh nein, garantiert nicht. Um ehrlich zu sein, ich glaube, es ist das Gesicht eines Killers. Hab ich doch gleich gesagt, Schweineaugen. Kann man einfach nicht trauen. Vielleicht doch nicht. Das ist der Edelstein, den Pegram im Schloss gefunden hat. Deshalb also die ganze Aufregung. Ich versteh's trotzdem nicht, warum Männer wegen so einem Flitterkram kämpfen, stehlen und töten. Ist irgendwie hübsch, wenn er so funkelt. Erkennen Sie den Namen auf dieser Karte? Ich kann die kleine Schrift nicht lesen. Da steht Thomas Morlin, Grüber Electronic. So heißen Sie also? Tommy Merlin? Nein. Aber es wäre ein toller Künstlername. Er hat, was mein Hypnoseakt in der Schule nicht hatte, Stil und Klasse. Ein paar Sekunden lang bade ich im gleißenden Licht der Scheinwerfer, umtost von donnerndem Applaus. Tommy Merlin, Hypnotiseur. Ist Ihnen nicht gut? Doch, doch, ich habe nur gerade an was gedacht. Sagt Ihnen dieses Werkzeug etwas? Nein. Ist es was für Schafe? Nein, damit hebt man Kanaldeckel hoch. Echt? Wie? Das Ende des Werkzeugs passt in ein Loch im Deckel. Das würde doch rausrutschen. Die Winkel sind völlig verkehrt. Das würden Sie nie schaffen. Doch, habe ich in Paris gemacht. Was halten Sie von diesem Streichholzbriefchen? Sieht ziemlich gewöhnlich aus. Möchten Sie meine Hand schütteln? Was soll denn das? Ich halte nichts von diesem Männerfreundschaftszeug. Was halten Sie von diesem Taschentuch? Ziemlich unansehnliches Teil, wenn man damit in der Öffentlichkeit herumwedelt. Oh, das ist Theaterschminke. Und damit ist alles gut, oder wie? Das muss ich mir merken, wenn sich mal wieder jemand darüber aufregt, wie mein Taschentuch aussieht. Gutes Buch? Ein Buch? Das ist eine Eintrittskarte in eine Welt der Fantasie und Imagination. Yeah, wie heißt es denn? Kreativer Regalbau für Anfänger. Die 1978er Ausgabe. Was ist an Heimwerken so toll? Es gibt nichts Faszinierenderes. Das harzige Herbstaroma von abgelagertem Holz. Das rhythmische Ratschen des Hobels. Ah, kein Wunder, dass unser Herr als Sohn eines einfachen Zimmermanns auf die Welt kam. Ich wette, er war ein wahrer Zauberer mit Stechbeitel und Kantholz. Die Darstellung von Jesus' Adoptivfamilie als einfache Handwerker ist doch sicher nur eine symbolische Metapher. Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass Sie Zimmerleute waren. Haben Sie das Buch nicht gelesen? Naja, nein, aber ich habe den Film gesehen und ich kann mich nicht daran erinnern, dass Jesus da Regale angebracht hätte. Was können Sie mir über die Burg erzählen? Nicht viel, tut mir leid. Das meiste Ihrer Geschichte ist in Vergessenheit geraten. Ja, aber wenn diese alten Steine sprechen könnten, was für Geschichten wüssten sie zu erzählen? Geschichten, bei denen sich die Zehennägel aufrollen und das Blut gefrieren würde. Wissen Sie, das Schloss soll angeblich über 600 Jahre alt sein. Wer hat das Schloss erbaut? Matt Phelan, der erste Lord von Lochmarne. Naja, ich nenne ihn Lord, aber eigentlich war er nur ein kleiner Dorfhäuptling. Er hat dieses Schloss auf den Überresten des Templerklosters erbaut. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich Ihre Heuballen dazu benutze, ins Schloss zu gelangen? Was? Sie würden sich mit Sicherheit Ihren dummen Hals brechen. Glauben Sie, ich stehe hier rum und schaue mir Ihr zermatschtes Gehirn an? Ich bin ganz schrecklich vorsichtig und verspreche, Ihnen keine Schadensersatzklage an den Hals zu hängen. Sie werden überhaupt keine Gelegenheit dazu bekommen. Nicht solange ich hier bin und aufpasse. Wo hat das Templerkloster gestanden?
Genau hier. Auf dem Tempelberg. Philan hat's direkt auf den alten Mauern gebaut. Es geht das Gerücht um, dass sich unter diesen Mauern eine alte Templerkapelle befindet. Hat Pegram die Kapelle entdeckt? Weiß ich nicht. Er hat seine Arbeiter zum Schweigen verpflichtet. Haben Sie Dr. Pegram gesehen? Nein. Der hat gepackt und ist verschwunden. Wissen Sie wohin? Zurück nach England, nehme ich an. Glauben Sie, dass Pegrams Verschwinden mit dem Fluch zu tun hat? Schauen wir uns die Tatsachen doch mal an. Er hat den Edelstein ausgegraben. Er ist verschwunden. Bingo. Man braucht keinen Abschluss in Mathematik, um sich das auszurechnen, oder? Man muss kein schlauer Pythagoras mit einem Taschenrechner sein. Vermutlich nicht. Pegram ist mit dem Edelstein abgehauen. Haben Sie einen roten Sportwagen die Straße runterkommen sehen? Ich habe einen roten Blitz gesehen und den Krach gehört. War ein furchtbares Geräusch. Ein Sportwagen, sagen Sie? Ein Ferrari, um genau zu sein. Ein Rennwagen? Und was macht er hier? Der arme Kerl hat sich bestimmt verfahren. Der Fahrer des Ferraris hat einen Unfall verursacht. Ach ja? Ja, yeah, er hat jemanden vor der Bar umgefahren. Was für ein Idiot. Wie konnte sowas passieren? Er war zu schnell. So schnell, dass er direkt unter das Auto gerannt ist? Ich meinte, das Auto war zu schnell. Der Idiot hätte das Auto doch wenigstens hören müssen. Vielleicht kennen Sie ja den Mann, der vom Ferrari angefahren wurde. Er heißt Sean Fitzgerald. Oh, den kenne ich wohl. Das ist mein Neffe, der Idiot, der meinen Heuwagen beladen hat. Hat ihn das Auto voll erwischt? Oh nein, anscheinend war er nicht verletzt, aber er wurde entführt. Das ist ja eine Erleichterung. Wollen Sie Ihren Neffen nicht suchen? Wozu? Nach dem, was Sie erzählen, ist es eh zu spät. Sie könnten die Sache der Polizei melden. Lieber nicht. Und überhaupt, was sollen die denn dabei tun? Sie könnten eine Suche organisieren. Die beiden haben zusammen mal gerade ein Fahrrad. In Sachen besserer Beschleunigung würde ich mein Geld jederzeit auf den Ferrari setzen. Ich denke, Sie sollten wissen, in was Sean hineingeschlittert ist. Ich bin nicht sicher, ob ich's wissen will. Aber Sie sind sein Onkel, sein eigen Fleisch und Blut. Sie haben ja recht, aber was soll ich machen? Wenn ich den Heuhaufen hier nicht bewache, kommt vielleicht so ein Idiot und versucht hinaufzuklettern. Das ist ein schreckliches moralisches Dilemma. Hier bleiben und diese potenziell tödliche landwirtschaftliche Konstruktion bewachen? Oder sich auf die Suche nach dem Superneffen zu machen, nach jenem Mann, der für genau diese Gefahr verantwortlich ist? Darüber muss man erst einmal nachdenken. Wieso? Da gibt es doch überhaupt kein Problem. Sie haben recht. Warum habe ich nicht gleich daran gedacht? Wir reißen den Heuhaufen einfach ab. Sie müssen den Heuhaufen doch nicht demolieren, nur um nach Sean zu suchen. Ich bleibe an Ihrer Stelle hier und warne alle, die dämlich genug sind, darauf zu klettern. Fantastisch! Ich denke, ich sollte meine Nachforschungen in der Bar beginnen. Er zog in Richtung auf McDavids Bar los und gab mir Gelegenheit, mich mit dem Heuhaufen zu beschäftigen. Der Stapel aus Heuballen reicht bis kurz unter den Rand der Mauer. Ich kann mich recken, so viel ich will. Die Mauerkrone ist außer Reichweite. Was mir fehlt, ist ein Stück aus Alice Wunderland. Über meinem Kopf klafft eine Lücke in der Mauer, wo die massiven Steine herausgefallen sind.
Zwischen zwei Steinen ist ein schmaler Riss, dort, wo der jahrhundertealte Mörtel sich verkrümelt hat. Ich stecke meine Finger in den schmalen Riss. Er führt etliche Zentimeter in die Mauer hinein. Ich stecke das Ende des Werkzeugs in den Riss und schiebe den Deckelheber mit Schwung hinein. Er bleibt in der Wand stecken und sieht wie eine extra dafür gebaute Trittstufe aus. Das Ende einer Leiter schaut aus dem viereckigen Loch. Ich habe noch nie eine fieser und gemeiner aussehende Ziege gesehen als diese hier. Hey, Ziegenbart! Das Vieh fixiert mich mit einem bösartigen Blick. Hinter der Bosheit und der Wut ist eine kühle Intelligenz spürbar. Wie geht's denn, mein Junge? Ich fühle mich mindestens so bedroht wie damals von dem Mörder und seinen Schlägertypen in Paris. Ein rostiges Stück Eisen, vielleicht ein Teil von einem Pflug oder etwas Ähnlichem. Der Strick, mit dem die Ziege festgebunden ist, hat sich in der alten Pflugschar verheddert. Hey, Ziegenbart! Die Ziege reagiert mit einem kühlen und durchdringenden Blick. In der Wand kann man fünf Löcher sehen. Sie sind dort wohl mit Absicht gebohrt worden. Ich stecke meine Finger und den Daumen in die Löcher in der Wand. Nichts geschieht. Eine Statue, die von ihrem Platz an der Wand heruntergefallen ist. Fünf Steinfinger ragen aus der Rückseite der Skulptur heraus. Die Statue ist zu schwer. Ich kann sie nicht hochheben. Sie verliert das Gleichgewicht und fällt in den Sand. Als ich den Stein aufstelle, bemerke ich, dass er ein paar Löcher im Sand hinterlassen hat. Hinter dem Altar befindet sich eine geschnitzte Platte, die mit Tieren, Vögeln und Pflanzen ausgeschmückt ist. Ich versuche die Platte zu bewegen, vergeblich.
Die fünf Finger auf dem Rücken der Statue haben perfekte Eindrücke im feinen Sand hinterlassen. Ich stecke meine Finger in die fünf Löcher, die der heruntergefallene Stein hinterlassen hat. Echt komisch, sie passen perfekt. Die Bank wurde vermutlich von Pegram und seinem archäologischen Team benutzt. Das einzige weitere Objekt, das mich auf dem Tisch interessiert, ist ein kleiner Sack. Der Sack enthält ein feines weißes Pulver. Als ich meine Finger in das weiche weiße Pulver stecke, wird mir klar, um was es sich handelt. Gips. Damit habe ich im Kindergarten Abdrücke von Pfotenspuren gemacht. Ich streue Gips auf den Sand, bis die Löcher gefüllt sind. Der Wasserhahn knarrt, hustet und spuckt einen Strom von rostfarbenem Wasser aus. Ich halte das Handtuch unter den Hahn, bis es sich mit Wasser vollgesogen hat.
Ich wringe das Handtuch so kräftig aus, wie ich nur kann, aber es ist fast gar nicht feucht. Das Handtuch ist fast komplett trocken und hat nur noch ein paar feuchte Stellen. Ich halte das Handtuch unter den Hahn, bis es sich mit Wasser vollgesogen hat.
Das Wasser wird von dem Gips rasch aufgesogen. Vorsichtig hebe ich das hart gewordene Stück Gips aus dem Sand. Auf der Rückseite bildet es eine perfekte Kopie der Statue. Die ausgehärtete Gipsform passt perfekt in die 5 Vertiefungen. Man hört ein leises Klacken, dann ist Ruhe. Eine Treppe führt in die Dunkelheit hinunter. Wieder in Nikos Apartment. Wo bist du denn letzte Nacht gewesen? Bei McDavid's. Ich habe mit Doyle und einigen anderen Burschen etwas getrunken. Deswegen siehst du so krank aus. Hast du auch noch eine Mütze Schlaf abbekommen? Nicht viel. Ich musste das Zimmer mit einem anderen Burschen teilen. Hat er geschnarcht? Kaum. Er war tot. Mitten in der Nacht hat mich Leary aufgeweckt. Ich musste helfen, den Keller auszupumpen. Der Keller stand unter Wasser? Ja, irgendein Idiot hatte den Wasserhahn offen gelassen. Und du sagst, Pegram ist verschwunden? Ohne jede Spur. Aber mein Besuch hat sich dennoch gelohnt. Pegrams Edelstein. Der Edelstein der Templer. Wer auch immer Jacques Marquet ist, auf ihn wartet eine Enttäuschung. Jacques Marquet? Er hätte den Edelstein von Fitzgerald abholen sollen. Ich habe etwas über Pegram gelesen, in diesem Magazin. Die Medien haben ihn am Wickel. Ja, wäre ich sein Agent, würde ich ihm raten, aufzugeben. Die Ausgrabung muss für ihn ganz schön wichtig gewesen sein. Er trat von seinem Lehrstuhl an der Universität Durham zurück, um nach Irland zu gehen. Und jetzt ist er verschwunden. Versuch mal, etwas über Professor Pegram herauszufinden. Ich werde mit der Universität Kontakt aufnehmen. Was hast du für Pläne? Ich möchte herausfinden, wer, was oder wo Montfaucon war. Alles, wonach ich mich richten kann, ist der Name und das Bild eines erhängten Mannes. Was weißt du über Professor Pegram? Ich habe seine Fernsehserie gesehen, Pegrams Vergangenheit. Er hat auch ein Buch geschrieben, Die Kreuzritterfamilien von Irland. Möchtest du den Edelstein verwahren? Nein, George. Die Versuchung wäre zu groß, ihn zu verkaufen. Schau mal, Nico, eine Handvoll Gips. Ja. Warum werden Männer eigentlich nie erwachsen? Was ist dein Problem, Schwester? Deine Taschen, vollgestopft mit nutzlosem Schrott, wie die eines kleinen Jungen. Man weiß nie, wann man diesen nutzlosen Schrott einmal gebrauchen kann. Ich kann hier nicht den ganzen Tag herumsitzen, so gern ich das wollte. Okay. Vergiss nicht, nach Lobineau im Museum von Croon zu fragen. Und warum schaust du nicht mal bei Rousseau vorbei, ob er was gehört hat? Okay, kann ich sonst noch was für dich tun, wenn ich schon mal unterwegs bin? Einkaufen? Einen Trip in den Waschsalon? Pass auf dich auf.
Er ist ein dünner, käsiger Kerl mit einer zweifelhaften Vorliebe für exotische Kleidung. Meine Mutter hat sich früher auch mal so gekleidet.